Herzlich willkommen zu unserer offenen Webinarreihe Erfolgreiche Führung ist lernbar oder Fragezeichen ist das Thema heute. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und jetzt darf ich Ihnen die beiden Referenten heute vorstellen. Zu meiner Linken direkt Herr Professor Dr. Christian Warnecke und daneben noch ein weiter, der Herr Hannes Wendroth. Freue mich sehr, dass Sie beide sich bereit erklärt haben, hier bei uns dieses Webinar heute zu machen und darf Sie bitten, sich vielleicht kurz selbst vorzustellen. Ja, dann beginne ich mal. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Warnecke. Ganz kurz zusammengefasst, vom Hintergrund her Diplompsychologe. Ich unterrichte Personalpsychologie an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und ich nähere mich dem Thema Führung eben aus dieser psychologisch-wissenschaftlichen Sicht und nehme damit in unserem Tandem den einen speziellen Blickwinkel ein. Ja, ich bin Hannes Wendroth. Das Bild ist fast authentisch, bin etwas älter geworden. Ich war fast 40 Jahre Soldat, war in unterschiedlichen Führungsverwendungen, unter anderem 6 Monate in Afghanistan. Und ich ergänze den theoretischen Anteil von Herrn Professor Warnecke mit praktischen Beispielen und Erfahrungen. Gut, Herr Trier, wollen Sie noch was sagen zum Thema Fragen stellen während des Oh Vortrags ja, oder richtig. Oh, völlig Ähnliches? korrekt. Ja, wir haben Ihnen eingerichtet ein Forum. Und zwar, wenn Sie einmal hier unten rechts auf die drei kleinen Punkte gehen, die jetzt auch grün highlighten, dann geht so eine Seitenleiste an und da finden Sie so ein Symbol mit drei Büchern übereinander. Und wenn Sie dort draufklicken, dann sehen Sie Fragen. Und da können Sie draufklicken und dann haben Sie unten ein Eintragfeld, wo Sie Ihre Frage formulieren können. Und dann werden die beiden Referenten am Ende des Vortrags oder vielleicht auch en passant diese Fragen beantworten. Okay, gut, dann übernehme ich, Herr Trier, einverstanden? Sehr gerne. Also auch nochmal von meiner Seite aus herzlich willkommen zu unserem Vortrag Erfolgreiche Führung ist lernbar, oder? Bevor wir jetzt inhaltlich mit diesem Thema starten, interessiert uns einmal ein wenig, wer ist denn hier eigentlich im virtuellen Raum? Und dazu haben wir eine kleine Umfrage mitgebracht, die Sie anonym ausfüllen können. Herr Trier wird das administrieren. Es geht darum, im Kern ein Kreuz zu setzen. Also wenn Sie unten rechts die drei Punkte wieder anklicken, dann werden Sie dort an die entsprechende Stelle geleitet. Das ist das Ergebnis. Die absoluten Werte mache ich Ihnen dazu, Herr Warnecke. Und hier haben Sie Okay, das also. Ergebnis. Dann sehe ich, haben wir eine sehr heterogene Gruppe. Das ist schon mal gut, weil das deutet darauf hin, dass wir große Bandbreite an Interesse haben und viele Perspektiven aufs Thema. Also es gibt sowohl Erfahrungen in der Führung von Führungskräften, was sozusagen eine besondere Form der Führung ist, Führung von Mitarbeitern. Kürzlich Führungskraft ist keiner geworden. Insofern auch schon etwas längere Erfahrung. Und es gibt eben auch Teilnehmer, die nicht Führungskraft sind, aber sich vielleicht für Führung interessieren oder Führungskräfte auf irgendeine Art und Weise begleiten. Okay, gut, dann haben wir so eine kleine Perspektive, wer im Raum ist. Und wie gesagt, Fragen können Sie nebenbei en passant ins Forum schreiben und dann würden wir jetzt einmal inhaltlich loslegen. Und da würde ich gerne mit Ihnen ganz praktisch einsteigen wollen. Vielleicht erinnern Sie sich an die Fußball-Europameisterschaft im Sommer. Keine Sorge, Sie müssen kein Fußballexperte sein. Und bevor Sie die Frage, die Sie hier lesen, beantworten, haben wir auch als kleine Erinnerungsstütze ein paar Bilder und Impressionen mitgebracht, um Ihr Gedächtnis zu unterstützen. Uns interessiert tatsächlich, welche Mannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft hat Sie unter dem Aspekt Führung am meisten beeindruckt? Und dann stellt sich die Frage, waren es vielleicht die Deutschen, die mit Joachim Löw als Trainer und Führungskraft sein letztes Turnier gespielt haben? Die Engländer, die im Mutterland des Fußballs bis ins Finale geführt wurden?
Waren es vielleicht die Italiener? Wir sehen hier den Trainer, der immer im Anzug dort am Rande stand und ganz gezielt Einfluss genommen hat auf die Mannschaft und das ja auch sehr erfolgreich gemacht hat. Oder war es vielleicht eine kleine Fußballnation, zum Beispiel Kroatien mit Luka Modric, einem der berühmtesten Spieler von dort und einer der Zentralspieler? Waren es andere kleinere Nationen wie Dänemark oder Belgien, die eben auch sehr erfolgreich gespielt haben? Oder waren es gar so Außenseiter-Nationen vom Fußballerischen her betrachtet, wo es einen zentralen Schlüsselspieler gibt oder bei diesem Turnier gab, der eben die Mannschaft zu bestimmten Ergebnissen geführt hat? So, und Herr Trier wird so freundlich sein, Ihnen einen kleinen Klebestern zuzuteilen, den Sie dann einfach auf eine der Flaggen kleben können, damit wir hier so ein kleines Votum und Stimmungsbild bekommen zu der Frage, welche Mannschaft hat Sie unter dem Aspekt Führung bei der Fußball-Europameisterschaft am meisten beeindruckt? Prima, jetzt müssten Sie wieder auf der linken, auf der rechten Seite auf dieses Symbol klicken, wo das Lineal, der Bleistift und der Pinsel zu sehen ist. Und dann bekommen Sie Ihren Klebepunkt, den Sie dann mit der linken Maustaste packen und auf die Tischmitte ziehen können. Wunderbar. Ich sehe, die ersten Sterne gehen ein. Gehen auf. Also Einzelne sind irgendwo auf dem Weg verloren gegangen oder unterstreichen die Demokratie und freie Wahl sozusagen. Im O von Votum, da hängt auch noch einer fest. Genau. Gut, können Sie auch noch verschieben, wenn das Ihrer war. Ansonsten sehe ich, dass hier insbesondere Italien, Dänemark und England viele Punkte bekommen haben. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Italien und England waren beide im Finale, insofern sportlich sehr erfolgreich. Und Dänemark hat auch viele Sterne bekommen. Und da verrate ich vielleicht nicht zu viel, wenn ich sage, wir haben uns die Frage im Vorfeld auch gestellt und haben uns einstimmig auch für Dänemark entschieden. Warum? Sie erinnern sich vielleicht auch an diese schlimmen Bilder, als der dänische Spieler Eriksen im ersten Spiel kollabierte und tatsächlich mit dem Leben rang, völlig unverhofft. Und aus der Perspektive der Führung ist sicher, dass dieses Ereignis die Mannschaft, den Trainer, den Betreuungsstab der dänischen Mannschaft in eine völlig ungeplante Situation gebracht hat. Turnierstart, erstes Spiel, mitten im ersten Spiel, so ein Ereignis. Hochemotional belastend, jegliche Planung vor dem Turnier irgendwie wertlos geworden, traumatische Krise. Aber das Turnier geht weiter. Führungsarbeit geht weiter. Selbst wenn man aus dem Turnier ausgestiegen wäre, wäre die Führungsarbeit ja weitergegangen. Und die Frage ist ja, wie konnte es denn nun gelingen, dass eine kleine Fußballnation wie Dänemark nach so einem gravierenden Einschnitt und der damit verbundenen Auftaktniederlage, die daraus ja auch resultierte, noch unter die besten vier Mannschaften kommen könnte? Und da sagen wir, das liegt zu einem maßgeblichen Anteil an guter Führungsarbeit. Sie alle kennen die Aussage, aus einer Krise gestärkt hervorgehen. Würden Sie sich zutrauen, in dieser Situation als Trainer der dänischen Mannschaft die Krise zu nutzen, um gestärkt daraus hervorzugehen? Ganz schön anspruchsvolle Aufgabe. Aber wie geht das? Wie geht das so schnell? Aus der Forschung wissen wir, dass selbst schwerste Krisen und Traumata positive Effekte haben können. Das ist hier Viktor Frankl, der hat früh darauf hingewiesen, denn der hat als Psychologe durch eigene Erfahrungen in mehreren Konzentrationslagern schwerst traumatische Phasen in seinem Leben durchleben müssen und im Nachgang sogar eine ganze Therapieform daraus entwickelt, die den Sinn in den Mittelpunkt stellt. Also es macht einen ganz entscheidenden Unterschied,
ob ich in meinem Handeln einen Sinn sehe, selbst in schwierigsten Zeiten, oder ob ich den nicht sehe und welchen Sinn ich sehe. Und wenn wir uns jetzt das dänische Team mal anschauen, hier ist so der Moment, wo die Spieler einen Kreis bilden, um die Pressefotografen, Fotografien ein bisschen zurückzuhalten, um den nicht im Bild liegenden verletzten Spieler. Dann können Sie sich dieses Bild anschauen, wenn Sie da etwas näher rangehen, sich die Gesichter anschauen, dann sehen Sie, wie unverhofft und auch schwerwiegend die alle getroffen sind, eben noch Fußball gespielt. Plötzlich bricht ein Teamkamerad zusammen. Sie sehen da die Emotionen. Da ringen einige mit der Fassung, mit den Tränen, andere blicken irgendwie gefühlt ins Leere, die halten sich aneinander fest und so weiter. Jeder scheint da auf eine ganz eigene Art und Weise betroffen und getroffen zu sein. So. Und eins ist klar, die Führungsaufgabe, wir spielen ein erfolgreiches Turnier, ist an diesem Abend noch schwieriger geworden. Und der Schlüssel zum Erfolg liegt in diesem Moment bei der Führung, die aus meiner Sicht ganz wichtige Entscheidungen getroffen hat. Also unter anderem, es musste ja weitergespielt werden, aber da hat sich das Betreuerteam, der Trainer vor die Mannschaft gestellt, diese Entscheidung im Sinne des Veranstalters fundiert und sachlich kritisiert. Dennoch war ein Turnierausstieg kein Thema. Ich glaube auch nicht, dass der das besser gemacht hätte für irgendjemand dort. Aber am nächsten Tag hat man sich entschieden, Fachliches ist jetzt gerade nicht so wichtig. Man hat das Training sausen lassen, man hat der Situation Raum gegeben, psychologische Betreuung organisiert und so weiter. Und dann durch individuelle Betreuung jedes Einzelnen, jeder geht unterschiedlich mit so einer Situation um, durch die Betreuung des ganzen Teams als Gebilde und letzten Endes irgendwie auch des ganzen Landes im Hintergrund, welches geschockt war, ist es gelungen, da wieder Füße Sand unter den Boden zu bekommen. Also Sinn zu vermitteln im Sinne von, das traumatische Ereignis, was wir erlebt haben, können wir nicht ändern. Aber wir können unseren Umgang damit ändern. Und alle Mannschaften, alle Spieler sind bei so einem Turnier, einer Europameisterschaft auf Erfolg gepolt. Aber jetzt spielen wir halt auch für den Teamkameraden und für das ganze geschockte Land im Hintergrund. Und wir spielen nicht und doch anders als vorher. Und diese Vermittlung von so einem höheren Sinn im Tun, die unterschied das dänische Team von allen anderen teilnehmenden Teams und setzte vielleicht genau die paar Prozentpunkte frei, die eben im Top-Leistungssport den Unterschied machen und sogenanntes posttraumatisches Wachstum initiiert haben. Posttraumatisches Wachstum ist eben der wissenschaftliche Begriff dafür, gestärkt aus der Krise zu kommen. Ich mache ein kurzes Zitat aus einem Bericht der AD. Die Art, wie das Team die traumatischen Erlebnisse um Eriksen verarbeitete, habe in jedem Fall eine besondere Verbindung zwischen den Spielern geschaffen, schrieb Pernille Harder, die Spielführerin des Frauennationalteams. Die Spieler hätten gar nicht anders gekonnt, als offen über ihre Gefühle zu sprechen, sie miteinander zu teilen. Sie hätten gezeigt, wie verwundbar sie sind. Dies habe einen riesigen Rückhalt bei den Menschen in Dänemark erzeugt. Und posttraumatisches Wachstum ist unter anderem charakterisiert von einer Verstärkung von Bindung. Also die Beziehungen untereinander profitieren von diesem Wachstum und einem stärkeren Bewusstsein der eigenen Stärken, weil dieses Eingestehen der eigenen Verletzlichkeit zu innerer Stärke führt und deswegen der Glaube an die eigenen Kräfte irgendwo zunimmt. Das sind die psychologischen Mechanismen im Hintergrund. Aber das ist kein Automatismus. Der Grundstein dafür wurde durch die Führung eben schon im Vorfeld des Turniers gelegt, denn untereinander braucht es an Vertrauen, an Rückhalt, an Teamgeist und das ist nicht erst dort vor Ort gekommen, sondern lange vorher eingespielt worden. Und das Stichwort Vertrauen ist für mich das Stichwort, den Ball zu Hannes Wendroth rüber zu spielen. Ja, vielen Dank. Nach der Schilderung dieser Extremsituation, die die dänische Mannschaft durchgemacht hat, in der es immer wieder um Sinn ging, um Verbindung zwischen den Spielern,
da sind wir eigentlich immer schon um einen Begriff herumgekreist, nämlich um den des Vertrauens. Und selbst wenn Sie die Extremsituationen wie die Mannschaft nicht erlebt haben, wissen Sie aber, wie wichtig oder ahnen Sie, wie wichtig Vertrauen ist. Wenn Sie Führungskraft werden wollen, dann und noch nicht so viel Erfahrung im Umgang mit einem Team haben, an der Spitze des Teams haben, möchte ich Ihnen eine Brücke bauen. Sie wissen doch alle aus Ihrem privaten Umfeld, wie wichtig Vertrauen ist. Vielleicht haben Sie auch schon mal Vertrauen enttäuscht, einer Partnerin oder eines Partners oder vielleicht sogar das Vertrauen Ihres Kindes mal enttäuscht, als das Kind Sie dabei ertappte, dass Sie mit einer kleinen Notlüge versuchten, über die Runden zu kommen. Und mit diesem kleinen Cartoon möchte ich Ihnen die Bedeutung von Vertrauen ja wirklich in Stein meißeln und mitgeben, so wie diese beiden Pinguine auf der Eisscholle Hockey spielen und der eine sagt, den Puck holst du wieder, der irgendwo ins weite Meer geschwommen ist. So wie diese beiden Pinguine das machen und sicherlich diesen Puck nie wieder finden, genauso schwierig ist es für uns Menschen, wenn wir einmal Vertrauen gebrochen haben oder wenn wir selbst einmal enttäuscht worden sind, Vertrauen wieder aufzubauen. Deshalb ist mein Appell an dieser Stelle zu sagen, Vertrauen ist die Grundlage jedweden Führungserfolgs. Wenn die Zweibahnstraße Vertrauen nicht besteht, kann es keinen Erfolg geben. Vertrauen aus der Praxis. Ich hatte vorhin kurz angedeutet, dass ich in Afghanistan war, 6 Monate im Jahr 2008. Ich war Verbindungsoffizier ins afghanische Verteidigungsministerium und bin durch dieses Wirrwarr, durch dieses Chaos von Kabuler Verkehr fast 8000 Kilometer gefahren. Mit diesem blauen Auto rechts, das Sie da sehen, neben dem Kamel. Dieses blaue Auto, das sage ich Ihnen, verspreche ich Ihnen, gab es in ganz Kabul nur einmal. Und mein Vertrauen, mein unbändiges Vertrauen, das ich hatte, bezog sich auf 2 Männer, mit denen ich in diesen 6 Monaten ja familienmäßig tagtäglich unterwegs war. Aus guten Gründen können Sie die nur schemenhaft erkennen. Links mein Sprachmittler, ein Afghane mit Deutschkenntnissen und rechts ein deutscher Kamerad, den ich einige Wochen vor meinem Einsatz kennengelernt habe, der Afghanistan-Erfahrung hatte. Und wir haben ganz, ganz schnell alles da dran gesetzt, ein Fundament für ein festes Vertrauen zu schaffen, unter Einbeziehung unserer Ehefrauen. Dieses Vertrauen war nicht zu erschüttern, selbst dann, wenn bei so einem langen Einsatz auch mal bei dem einen oder anderen die Nerven etwas blank liegen. Vertrauen ist dann besonders wichtig im Soldatenberuf, aber auch im übertragenen Sinn in ihrer zivilen Welt, wenn die Situation brenzlig ist. So wie hier einer zu dem anderen sagt, warte noch mal, lass uns das doch noch mal diskutieren. Oder was machen wir, wenn es vorbei ist? Das gibt es in bestimmten Situationen nicht. Wir selbst hatten so einen Notfall, wir waren bei einem Attentat dabei und da konnte nicht lange diskutiert werden. Da hat mein Kamerad das gemacht, was ich ihn angewiesen habe. Und dieses Vertrauen, deshalb reite ich da ein Stück weit drauf rum, dieses Vertrauen muss wachsen. Vertrauen können Sie nicht in einen Arbeitsvertrag aufnehmen oder gar anweisen, sondern dieses Vertrauen als Zweibahnstraße zwischen den Beteiligten oder sogar mehrspurige Straße zwischen dem Teamleiter und seinem Team, das bedarf der sorgfältigen Pflege, so wie Sie eine Pflanze begießen und großziehen. In engem Zusammenhang mit dem Vertrauen steht die Verantwortung. Und dafür nutze ich das Bild dieses einen Eisbergs und verbinde damit die Frage, was wissen Sie eigentlich von den Menschen, die Ihnen anvertraut sind, oder was sollten Sie von denen wissen? Bei Ihnen guckt vermutlich die Spitze des Eisbergs unterschiedlich weit aus dem Wasser heraus. Diese Spitze steht für das, was Sie wissen oder das, was Sie wissen möchten. Und der überwiegende Teil der Persönlichkeit Ihrer Teammitglieder
ist unter der Wasseroberfläche. Und ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, möglichst viel von diesem unter der Wasseroberfläche liegenden Teil zu heben. Durch Offenheit, durch beidseitige Offenheit, durch Kümmern, durch Eingehen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und mein Beispiel an dieser Stelle, wenn Sie mit einem jungen Vater zu tun haben, Sie wissen, dass der Vater geworden ist, dann ist der in einem befindet sich der in einer Hochphase seiner Gefühle, ganz anders als ein Vater, der womöglich bis Mitternacht bis mit einem pubertierenden Kind diskutiert und anschließend schlecht geschlafen hat. Also mein Appell, um erfolgreich führen zu können, Verantwortung wahrnehmen und sich um die anvertrauten Menschen kümmern. Vielleicht eine Ergänzung, Hannes, darf ich kurz ergänzen. Also merken Sie sich vielleicht einfach die Formel, die Sie alle banal kennen. Der Beruf wirkt sich aufs Privatleben aus, aber das Privatleben wirkt sich auch auf den Beruf aus. Und ich glaube, das ist das, Hannes, was du hier auch transportieren willst. Ja. Dann gehen wir weiter und beleuchten Vertrauen, beleuchten Verantwortung nochmal aus einer eher organisatorischen Sicht. Diese Tafel stellt ja unterschiedliche Kästchen dar. Also bei der Bundeswehr nennt man das Führungsebenen. Das können Sie daran erkennen, Gruppe, Zug, Kompanie. Das ist auch für einen Nichtsoldaten erkenntlich. Das kennen Sie aus Ihrer zivilen Arbeitswelt. Ähnliche oder vergleichbare Bezeichnungen, die Sie auf die unterschiedlichen Ebenen übertragen können. Und dieses hierarchische System, ist darauf ausgelegt, dass bereits in der Ausbildung der Gruppenführer lernt, im Sinne eines Zugführers zu denken. Also er wird mental und fachlich auf die Zugführerebene gehoben. Neben seinem Handwerkzeug als Gruppenführer lernt er auch, was müsste ich tun, um einen Zug zu führen. Oder der Zugführer lernt, was müsste ich tun, um eine Kompanie zu führen. Mal Hand aufs Herz bei denjenigen, die schon in Führungsverantwortung stehen. Wer von Ihnen könnte denn morgen früh für Sie einspringen, wenn Sie, was der liebe Gott verhüten möge, aber wenn Sie von einem Augenblick auf den nächsten nicht mehr zur Verfügung stünden? Wer hätte das Wissen, das Fachwissen, wer hätte die Kompetenz, für Sie einzuspringen? Dieses System ist bei Soldaten in der Bundeswehr deshalb so wichtig, weil tatsächlich durch fremde Einflüsse ein Vorgesetzter ausfallen kann und dann kann man nicht sagen, wir halten das Ganze mal an, sondern dann muss jemand einspringen. Dann würde also, wenn der Zugführer ausfällt, der älteste, erfahrenste Gruppenführer einspringen und auf der nächsthöheren Ebene führen. Und ich möchte Sie damit animieren, zu gucken, wen ziehe ich mir nach, wen weise ich so an, wie viele weise ich so an, dass Sie mich ersetzen könnten. Und damit wagen wir einen kurzen Blick in die Führungswerkstatt und beschäftigen uns, lassen drei Aspekte weg, sondern beschäftigen uns ausnahmslos mit organisatorischen Maßnahmen und der Methodenlehre. Wenn es um Führung geht, geht es immer auch um eine Richtung, um das Erreichen eines Ziels. Sie können mit dem Kompass die Kompasszahl einstellen und direkt von A nach B auf das Ziel zumarschieren. Theoretisch in Mitteleuropa können Sie das selten, sondern Sie müssen Hindernisse umlaufen. Und wenn Sie jemanden auf die Reise schicken mit einer festen Weisung, einem Ziel, dann können Sie ihm sagen, wo dieses Ziel liegt. Aber die Kompasszahl zu dem Ziel, die wird sich hoffentlich jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dann im übertragenen Sinn selbst wählen, nämlich den Weg zum Ziel. Ganz anders bei dem hier rechts eingeblendeten Bild, überlegen Sie sich mal, wie viel Führungsleistung dieser Vorgesetzte, der Staubsaugervertreter, ein Bild aus alten Tagen, dieser Vorgesetzte, der Staubsaugervertreter aufbringen muss,
um diese Staubsaugervertreter nun in die richtigen Bahnen morgens zu schieben und ihnen die einzelnen Einzelaufträge zu erteilen. Offensichtlich ist da Selbstständigkeit, selbstständiges Denken und Handeln noch sehr, sehr wenig ausgeprägt. Und damit bin ich bei dem Thema Führen mit Auftrag. Einmal Hand aufs Herz, wer von Ihnen, der schon in Führungsverantwortung steht oder zeitnah diese Position anstrebt, wer von Ihnen möchte nicht ein Stück weit entlastet werden? Einfach den Kopf frei bekommen von der Beschäftigung mit Details, mit Einzelheiten, die eigentlich durch andere zu lösen wären, nämlich durch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Führen mit Auftrag heißt, Sie äußern eine Absicht, Sie geben das Ziel vor. Sie nahmen bitte noch einmal zurück. Sie stellen bestimmte Mittel bereit und Sie fördern auf diese Weise die Kompetenzentwicklung ihrer Teammitglieder, und auf der anderen Seite motivieren Sie auch, das wissen Sie von sich selbst, wenn Sie eine neue Aufgabe angehen und Sie stellen am Ende fest, die habe ich aber gut erledigt, Sie bekommen womöglich noch ein Lob, dann spornt Sie das an, noch ein Stückchen besser zu werden, noch ein bisschen mehr zu können, vergleichbar mit dem Sport, wenn Sie dort gute Leistungen bringen. Ja, und jetzt nehmen wir mal die nächste. Also führen mit Auftrag. Vielleicht nehmen Sie dieses Bild auch in Ihre Gedankenwelt mit. Führen mit Auftrag heißt eben, Sie fahren eine große mehrspurige Autobahn, die Leitplanken auf der linken Seite und die Leitpfosten auf der rechten Seite, die geben den Bereich vor, die Rahmenbedingungen, die Ihnen zur Verfügung stehen, die Sie voll ausnutzen können. Also es ist Ihnen freigestellt, ob Sie links, in der Mitte oder rechts fahren. Das ist sozusagen Ihre Freiheit des Handelns. Es ist Ihre Verantwortung, Pausen einzulegen. Es ist Ihre Verantwortung, den angemessenen Boxenstopp für Ihr Auto zu machen und in der angemessenen Zeit das Ziel zu erreichen. Rechts, die Passivität 0815, das ist eine Abfahrt, die auf Abwege führt. Die möchten wir ja Ihnen, da möchten wir Ihnen ans Herz legen, diesen Abzweig nicht zu nehmen, sondern immer auf diese Eigenverantwortung und die aktive Beteiligung hin zu wirken. Ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit, bei dem das ganz besonders deutlich wurde, was Auftragstaktik bewirken kann, ist die Evakuierungsoperation der Bundeswehr aus Kabul. Das Bild des links abgebildeten Offiziers Aalt, das haben Sie mehrfach in den Medien gesehen, und die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentierte dann diese Operation tatsächlich mit dem Hinweis, freie Hand im Sinne von Auftrag, bester Tradition der Auftragstaktik. Stellen Sie sich die Ministerin vor oder den Stab um die Ministerin, wenn die versucht hätten, diese Evakuierungsoperation bis ins Detail hin zu planen. Das sagt es auch dem Laien, die Komplexität dieser Aufgabe ist vom Schreibtisch her nicht zu lösen. Stattdessen hat der General Aalt im übertragenen Sinn die Fahrkarte bekommen, möglichst viele Menschen aus Kabul rauszubekommen und nach Möglichkeit auch alle wieder die mitzubringen, die er mit in den Einsatz hineingenommen hat. Und vielleicht ein sehr eindrucksvolles Beispiel noch, das ich gerade am Wochenende erfahren habe, als das letzte deutsche Flugzeug in Kabul abgehoben hatte, hat man festgestellt, dass zwei deutsche Soldaten fehlen. Die waren noch irgendwo auf dem Flughafen, die hatten diesen Abflugslot verpasst. Und dann wird eben nicht zurückgefragt, was sollen wir nach Deutschland, was sollen wir tun, sondern es wird eine Entscheidung getroffen im Sinne dieser Fahrkarte, die der Oberst Aalt von der Ministerin in die Hand bekommen hatte. Es gab zu diesem Zeitpunkt noch ein zweites deutsches Flugzeug in der Luft, nämlich ein Evakuierungsflugzeug für medizinische Zwecke, falls es dort zu
Attentaten oder Ähnlichem gekommen wäre. Und dieses Flugzeug ist ganz kurz auf dem Kabuler Flughafen gelandet. Müssen Sie sich vorstellen, Luken auf, zwei Mann reingesprungen, Luken zu und gleich wieder abgehoben. Und vielleicht nehmen Sie dieses kleine Szenario mit, um sich auch selbst zu testen. Wo könnte ich in meinem eigenen Bereich eigentlich einfach die Leine verlängern und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Freiraum auskosten lassen. Und damit gebe ich jetzt wieder das Wort an Professor Warnecke. Ja, und diese Bedeutung des Führens mit Auftrag, die erscheint uns auch jetzt nochmal im zivilen Arbeitsleben ganz bedeutsam zu sein, wenn wir uns einfach verdeutlichen, wie wandelt sich die Arbeit. Also Sie alle haben es erlebt, dass Organisationen letztes Jahr sehr unverhofft ganz stark auf Führen per Distanz umstellen mussten. Es gibt zunehmende Komplexitätsgrade bei der Arbeit. Es gibt neue Technologien. Es gibt international stärkere Zusammenarbeiten oder gemischtere Teams und vieles, vieles mehr. Die Trends, wenn Sie sich Arbeit, Führungsarbeit jetzt mal ein bisschen aus der Höhenperspektive betrachten über die Jahre und Jahrzehnte, die gehen dann sehr eindeutig in die Richtung, dass es komplexer wird und vielfältiger wird und auch man mit mehr Unsicherheit klarkommen muss. Und dafür hilft eben dieses Führen per Auftrag, wie der Kollege Wendroth das gerade vorgestellt hat, einen klaren Auftrag zu formulieren, die Leitplanken vorzugeben und dann auf die Kompetenz und Motivation der Mitarbeiter zu setzen. Und uns hat natürlich auch die Frage bewegt, wie kann man das denn erlernen? Also, wie kann man das trainieren und vielleicht auch auf den Prüfstand stellen? Und da haben wir gute Erfahrungen gemacht, tatsächlich in Weiterbildungen und in Seminaren auf eine Simulation zu setzen. Sie sehen hier ein Bild und ein Zitat. Schon Plato wusste, beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen als im Gespräch in einem Jahr. Und etwas übertragen auf Seminar. Man kann das eben im Handeln und Verhalten viel besser erlernen, als wenn wir das theoretisch vermitteln und beschreiben. Und Hannes, magst du vielleicht kurz was zur Simulation sagen und erklären? Ja, das mache ich. Für diese Simulation nutzen wir ein Brettspiel. Und in Ergänzung zu dem, was du eben gesagt hast, noch einmal der Hinweis, jeder, der Kinder hat, weiß, dass sich beim Spielen, beim Memory oder anderen Spielen, dass sich da Charaktere ganz, ganz deutlich zeigen. Und genauso ist das bei dieser Simulation. Wir gehen immer davon aus, dass wir zwischen 10 und 24 Teilnehmer insgesamt haben. Und ein großes Plus dieser Simulation ist die Tatsache, dass wir unterschiedliche Ebenen vereinigen. Also Vorgesetzte spielen, simulieren mit ihren Teams zusammen, mit ihren Teamleitern. Das machen wir genau so, wie der Kunde das haben möchte, beziehungsweise wie er nach unserer Beratung entschieden hat. Und dann haben wir unterschiedliche Schritte in dieser Simulation. Wir legen Grundlagen im Plenum. Das können Sie sich vorstellen wie eine seminarartige Schulung, aber nicht im Frontalunterricht, sondern im Lehrgespräch. Und dann werden Entscheidungen im Team vorbereitet, die nachher im Einzelhandeln umgesetzt werden. Das beschreibe ich nochmal mit der nächsten Folie. Bilden also mit ihren oder die Teilnehmer und Teilnehmerinnen prägen diese Simulation alleine schon durch den Umgang. Wie wird unter Stress reagiert? Wie wird reagiert auf jemanden, der sich immerzu versucht zu exponieren? Ich habe Ihnen doch vorhin diese Kästchen gezeigt, dieses Organigramm, und habe Ihnen gesagt, einer springt dann auf der nächsthöheren Ebene ein. Dazu gehört natürlich auch, dass im Denken bestimmte Parallelen vorhanden sind, dass bekannt ist, wie zu einer Entscheidung geführt wird. Und das ist das Handwerkzeug, der Führungsprozess, den wir im Rahmen
dieser Simulation auch vermitteln. Die Gruppen arbeiten in eigener Stabsarbeit zusammen. Also wenn Sie so wollen, wird ein Sinn, eine Absicht formuliert, wo wollen wir hin als Mannschaft gegenüber den anderen Mannschaften. Und mit diesem Sinn geht dann eine der Personen aus jeder Gruppe an den Simulationstisch, an den Haupttisch, das sehen Sie links, da sitzen zwei Personen und denken gewaltig nach. Die sitzen da Mutterseelen allein, zumindest im Geiste, die anderen stehen dahinter, haben aber keine Möglichkeit einzugreifen. Und die Situation ist schon nach dem ersten Spielzug Ihres Nachbarn des Simulationszuges anders. Sie können das nicht mehr 1:1 umsetzen, was Sie besprochen haben, aber Sie haben immer noch im Hinterkopf das große Ziel Ihrer Gruppe. Und das nichts anderes heißt Auftragstaktik. Lassen Sie mich vielleicht noch einen Punkt sagen, bevor ich übergebe. Eine unserer Kunden, die in einer Großorganisation auf der Ebene unterhalb des Vorstandes gearbeitet hat und selbst gerne den Vorsitz im Vorstand übernehmen wollte, hat das tatsächlich eines Tages auch geschafft und hat uns gesagt, das hätte ich nicht geschafft, wenn Sie mir nicht Auftragstaktik beigebracht hätten und Sie mich nicht mit meinem Team zusammen in der Handhabung von Auftragstaktik geschult hätten. Also da ging es einmal um das Handwerkzeug, aber es ging auch um diesen Teamgeist, den Teamspirit, die Führungskultur, die über die nächste Ebene weiter in den Mitarbeiterbereich getragen wurde. Und Christian, willst du noch ein paar Worte zur Einzelberatung sagen? Genau, ich vielleicht ein Satz noch davor. Ich glaube, der Wert, warum wir das so schätzen, ist, dass man diese ganzen zwischenmenschlichen Themen, die Führung manchmal zur Herausforderung machen können, eben in so einer Seminarform erlebbar, besprechbar, reflektierbar und analysierbar machen kann. Also das ist vielleicht noch dieses, warum wir dort von überzeugt sind. Und Einzelberatung, du hattest angesprochen, die verschiedenen Charaktere von Menschen werden im Spiel besonders deutlich und natürlich werden die auch in der Führungsarbeit besonders deutlich. Und die Frage, wo kommt meine Autorität her, dann sind wir schnell in der Psychologie, in der Persönlichkeit. Und wir beide haben das einmal fett markiert, weil auch die Beratung von Einzelnen im Rahmen eines Seminars oder außerhalb da ein wichtiger Punkt ist. Und im Seminar nutzen wir dafür teilweise auch Persönlichkeitsverfahren, um da nochmal eine weitere Perspektive zu bekommen und aus der Perspektive des Einzelnen auch nochmal das Thema Führung individuell zu beleuchten. Okay. Dann kommen wir langsam zum Abschluss unseres Vortrags und für uns ist Führung irgendwie eine Wegstrecke und keine Momentaufnahme. Insofern, wenn Sie sich vorstellen, Sie wandern auf dieser Straße dort mit dem Rucksack unterwegs und wollen immer weiter voran auf dem Weg zur Führung, zur Führungsexpertise, zum Führungserfolg, dann stellt sich natürlich die Frage, wo stehen Sie? Und das wollen wir gerne auch nochmal anonym etwas abfragen. Das wird Herr Trier nebenher initiieren. Und es ist natürlich die Frage, stehen Sie noch ganz am Anfang hier an der Straße? Gehen Sie den Weg dort geradeaus oder schlagen Sie sich vielleicht auch rechts und links in die Büsche, vielleicht wenn es schwierig wird? Oder wenn Sie, wie vorhin einige sagten, ich habe schon Führungserfahrung, ich habe schon erste Erfahrungen, auch schwierige Erfahrungen gesammelt und gemeistert oder ich führe schon Führungskräfte. Ich habe schon ein paar Kurven hinter mich gebracht auf diesem Weg. Dann können Sie an entsprechender Stelle einen Klebepunkt setzen.
Ich frage mal kurz die Regie. Genau, Herr Trier. Genau, Sie dürfen jetzt wieder, wenn Sie die Seitenleiste nicht offen haben, hier unten auf die drei Punkte klicken, unten rechts, wo es jetzt grün blinkt. Und dann haben Sie in der Bearbeitungsleiste hier wieder das Lineal mit dem Pinsel und dem Bleistift. Wenn Sie dort draufklicken, dann bekommen Sie Ihren Punkt angezeigt, den Sie jetzt einfach mit der linken Maustaste packen können und auf die Straße oder auf den Berg, auf den Gipfel, wenn Sie schon ganz oben als Führungskraft angekommen sind, setzen dürfen. Hauptsache, Sie geraten nicht auf die schiefe Ebene. Also hier sind alle Punkte willkommen und jede Perspektive ist erlaubt. Und vielleicht auch da nochmal der Hinweis, das ist für uns ein ganz wichtiges Bild, was wir gerne in unseren Seminaren verwenden, weil natürlich das Ziel ist, dass Sie am Ende des Seminars ein paar Schritte weiter sind. Das haben wir jetzt nicht hier mit einem kleinen Impulsvortrag organisieren können, aber er beantwortet ein bisschen die eingangs gestellte Frage. Erfolgreiche Führung ist lernbar, ja, aber es handelt sich um lebenslanges Lernen. Und das knüpft ans Thema Dänemark an, denn ich bin Ihnen ja noch die Auflösung schuldig. Wie ging es weiter? Sie wissen das, im Halbfinale ist Dänemark in der Verlängerung durch einen sehr, sehr unglücklichen Elfmeter, den Sie da rechts im Bild sehen, ausgeschieden. Das Märchen war sozusagen vorbei für die kleine Nation. Und was heißt das für die Führungsarbeit? Die geht weiter. Und wenn Sie sich vorstellen, nach so einem Turnier mit dieser traumatischen Erlebnis, dann der Vereinigung quasi mit dem ganzen Land und dem Erfolg bis ins Halbfinale vorzudringen, wo man sich fragen kann, hätten die das auch sozusagen geschafft, wenn der Spieler nicht kollabiert wäre? Ja, wie stellt man danach eine Mannschaft wieder auf, die gerade das Turnier ihres Lebens gespielt hat und schafft den Erfolg oder die Basis für das nächste Turnier? Insofern, erfolgreiche Führung ist lernbar, aber lebenslang müssen Sie dran arbeiten, lebenslanges Lernen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schreiben Sie uns gerne eine Frage in das Forum auf der rechten Seite. Super. Vielen herzlichen Dank, Herr Warnecke, vielen herzlichen Dank, Herr Wendroth, für diesen sehr, sehr interessanten Vortrag. Konnte man noch eine ganze Menge mitnehmen, obwohl ich sicherlich, wie Herr Wendroth weiß, das eine oder andere vielleicht schon mal gehört habe. Für alle, die es nicht wissen, der Herr Wendroth und ich, wir waren einmal gemeinsam an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg tätig. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich sehe, bisher sind keine Fragen eingegangen. Dann gibt es offensichtlich im Moment keine Fragen. Vielen Dank, kommt. Dann hätte ich zwei Fragen an Sie. Ich möchte natürlich gerne wissen, wie Ihnen dieses Webinar insgesamt gefallen hat und würde Ihnen diese Abfrage jetzt einmal starten. Auch hier wieder auf der rechten Seite die Werkzeuge angehen und dann können Sie entsprechend abstimmen. Ansonsten beenden wir die Abfrage jetzt und lege das Diagramm auf. Prima, sehr schönes Feedback. Vielen herzlichen Dank dafür. Und damit stelle ich mich natürlich noch nicht zufrieden. Ich habe noch eine weitere Abfrage an Sie. Wie hat Ihnen Vitero dabei gefallen in dem virtuellen Raum hier? Auch hier haben Sie jetzt die Möglichkeit abzustimmen, wie Ihnen denn der virtuelle Raum Vitero gefallen hat. Ich beende die Abfrage und super. Vielen Dank für das positive Feedback, das freut mich. Tja, dann sage ich ganz herzlichen Dank einmal an Sie, die sich die Zeit genommen haben, hier heute an diesem Webinar teilzunehmen, aber vor allen Dingen an Herrn Warnecke und Herrn Wendroth für die Bereitschaft, heute diesen Vortrag hier zu machen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Und ja, wenn Sie das Ganze mal wieder virtuell machen wollen, kommen Sie gerne auf uns zu. Vitero steht Ihnen dann gerne zur Verfügung. Ja, vielen Dank auch von uns in die Runde. Und wenn im Nachgang noch eine Frage aufkommt, dann schicken Sie eine E-Mail. Vielen Dank. Auch von mir, genau. Vielen Dank.